Ich würde Berlin eher eckig beschreiben. Eine eckige Stadt. Aber ich glaube, ich sehe sowieso alles mehr eckig und kantig. Als ich nach 15 Jahren aus New York zurückgekommen bin, habe ich mir angeguckt, ob ich wieder in Deutschland leben könnte. Und Berlin war da die einzige Stadt, die diese Energie hat, die inspiriert oder auch aneckt. In all meinen Arbeiten steckt Berlin. Das Matterhorn würde ganz anders aussehen, wenn ich es in einer anderen Stadt gemalt hätte. Es hat alles angefangen mit dem kleinen Mac Plus, den ich mal auseinandergenommen habe. Und ich habe auf diesen Platinen gesehen, dass die aufgebaut sind wie Städte. Und aus diesen flachen Landschaften haben sich Berge ergeben. Wenn ich male, komme ich oft an so einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme, nicht weiter weiß. Ich stehe vor der Leinwand und wie kriege ich das Bild hin, dass es funktioniert? Wenn ich so weit bin und daran schon denke, dann muss ich mich eigentlich sofort aufs Fahrrad setzen und wegfahren. Ich fahre von dem eingeschränkten Willen, dieses Bild fertig zu malen, weg. Dann komme ich nachts ausgepowert wieder und denke dann nicht groß drüber nach, was passiert, sondern dann passiert es einfach. Ich finde, es gehört genauso zu meiner Arbeit wie das Malen selber. Beigebracht hat Berlin mir nichts, aber Berlin hat mir, glaube ich, anders als New York gezeigt, wer ich bin. Wer ich wirklich bin. In Berlin kann man sehr ehrlich sein, mit sich selbst und mit anderen Leuten. Wer wäre ich, wenn ich nicht malen würde? Das kann ich eigentlich schwer sagen, weil ich noch nie nicht gemalt habe. Aber ich glaube, ich wäre kein guter Mensch, wenn ich nicht Fahrrad fahren würde.